Herr Präsident, meine Damen und Herren, Kollegen, lieber Kollege Kemmerich, ich freue mich. Ich freue mich, dass die FDP nun auch entdeckt hat, dass der Osten Deutschland Sonderwirtschaftszonen braucht. Davon reden wir seit Anfang der Legislatur. Sie freilich nennen das jetzt Freiheitszonen. Nun, egal wie man es nennt, der Ansatz ist richtig, wenngleich auch hier zu einseitig. Ein erfolgreicher Aufschwung Ost braucht neben Wirtschaftsförderung eine gute Infrastruktur. Beides zusammen ergibt eine erfolgreiche Symbiose und deren Fehlen ein Teufelskreis. Diesen erleben wir vor allem in Vorpommern, in der Uckermark, im östlichen Mecklenburg oder eben auch in der Prignitz oder der Altmark. Infrastruktur wird abgebaut. Deswegen hauen die Menschen dort ab. Jobs fallen weg und infolgedessen wird noch mehr Infrastruktur abgebaut. Die Landstriche vergreisen immer mehr und werden immer leerer. Dieser Teufelskreis muss durchbrochen werden. Und deswegen reden wir nicht von Freiheitszonen, sondern umfassender von Strukturentwicklungsgebieten. Und dazu vielleicht ein paar etwas konkretere Vorschläge. Erstens, wir müssen zunächst einmal Strukturentwicklungsgebiete definieren und benennen. Dabei muss unterschieden werden zwischen solchen Räumen, die einem Strukturwandel unterliegen, und solchen, in denen Strukturen überhaupt erstmal wieder geschaffen werden müssen. Zweitens, damit dieser Bundesregierung der flächendeckende Ausbau digitaler Infrastrukturen in ganz Deutschland ja eh nicht klappt und schon gar nicht in einem überschaubaren Zeitfenster, muss der Staat jetzt und selbst sofort für den Ausbau in den zu benennenden Strukturentwicklungsgebieten sorgen, flächendeckendes Breitband und Mobilfunk. Und dabei will ich von 5G noch gar nicht anfangen. Flächendeckender LTE-Standard wäre ja schon mal prima. Der Staat muss hier in Vorleistung gehen, ohne Verzug, ohne Ausschreibung und ohne weiteres Gedöns. Wir brauchen, liebe Kollegen von der FDP, nicht über Blockchain-Finanzierung sprechen von Start-ups in Freiheitszonen, wenn es dort schon an der grundlegenden digitalen Infrastruktur mangelt. Drittens, Finanzierung von Unternehmensgründung ist natürlich ein Thema. Das staatliche Engagement im Bereich von Venture Capital, gerade auch über die neu gegründete KfW Capital, muss über das gegenwärtige Maß hinaus deutlich ausgebaut werden. Billige Kredite sind heute kein Thema mehr. Vertrauen in Unternehmensgründer zu setzen hingegen schon. Viertens. Fördermittel müssen auf Strukturentwicklungsgebiete konzentriert werden und in den ohnehin schon starken Metropolregionen zurückgefahren werden. Fünftens. Wir brauchen keine projektorientierte Zusammenarbeit von Verwaltung und Unternehmen, nicht noch einen Debattierclub. Wir brauchen schlichte Entbürokratisierung. Das heißt, Abschaffung von Dokumentationspflichten, etwa beim Mindestlohn, Abschaffung von Umweltauflagen wie Ausgleichsmaßnahmen, Flexibilisierung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen in den Strukturentwicklungsgebieten zur Herstellung von Baufreiheit und Beschleunigung von Baumaßnahmen. Sechstens, wir müssen die Möglichkeiten dezentraler Arbeit besser nutzen. Homeoffice-Arbeitsplätze oder dezentrale Business-Center bieten die Chance, in Dörfern und Kleinstädten Arbeitsplätze entstehen zu lassen, ohne Unternehmensniederlassung erforderlich zu machen. Andererseits können Unternehmen ganz andere Fachkräftepotenziale erschließen, wenn sie nämlich nicht mehr auf die unmittelbare Umgebung angewiesen sind. Dazu bedarf es Anpassungen des Arbeitsrechts, eine größtmögliche Flexibilisierung der Arbeitszeiten sowie neu zugeschnittene Arbeitsschutzpflichten. Und schließlich siebtens, man könnte in solchen Strukturentwicklungsgebieten tatsächlich mal ausprobieren, wenn man aus diesem Steuererhöhungswettbewerb einfach mal ausbricht. Was passiert, wenn man Unternehmen, Grundeigentümern und Mietern die Grundsteuer erspart, wenn man die Erhebung von Erbschaftssteuer bei Unternehmensübergang einfach mal weglässt? Ich würde es ausprobieren. Liebe Kollegen von der FDP, Ihr Antrag geht in die richtige Richtung. Gerne arbeiten wir hier mit Ihnen zusammen, denn eines werden wir nicht akzeptieren: die Aufgabe des Ostens und die Aufgabe der abgehängten, strukturschwachen Räume. Vielen Dank. Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren.